Herzlich willkommen zurück zur Let's Play SimCity. Ja, heute mit dem Sporny und dem Phil. Hallo. Ja, moin. Und jetzt werdet ihr euch fragen, was ist das? Kevin, wo ist die Stadt? Gelöscht. Nein, ihr könnt weiterhin natürlich in der Stadt spielen. Aber wir haben uns jetzt hier eine neue Stadt genommen. Und zwar, der Phil wird 4 Städte nehmen. Der Andi hat hinten 4 Städte, also Sporny. Und ich habe hier 4 Städte. Und irgendwann, wenn wir Lust haben, werden wir uns mal einen aussuchen, der wirklich Lust und Laune dazu hat, 4 Megastädte zu bauen. So, unser Ziel ist es, einen Rekord zu schaffen. Mit sehr vielen Einwohnern, aber natürlich müssen wir erstmal Wirtschaft bauen und Zuck und Rüps und... Ja, und ob immer alle dabei sind, ob der Spawny bei jeder Aufnahme dabei ist, ob Phil bei jeder Aufnahme dabei ist, das ist immer Zufalls, machen wir es mal, ne? Sagen wir mal, zufallsabhängig. So. Ja, wir fangen einfach an und ich schicke mir erstmal von jeder Stadt mein Geld nach Periland. Andi, was brauchst du denn als erstes? Straße. Nein, was hast du vor zu bauen? So aus deinem... Keine Ahnung, ich weiß es ehrlich gesagt noch gar nicht. Okay. Lass es erstmal auf mich zukommen. Auf dich zukommen, Mama. So, das haben wir schon mal verschickt. Jetzt gehen wir da hin. Ja klar, jetzt werdet ihr sagen, ey, warum schickst du denn die ganze Kohle darüber? Ist ja klar, ne? 150.000, ne, 50.000 hat man, ne? 150.000 schicke ich mir zu. Sind 150.000 mehr Leute haben oder nicht haben. Das ist nicht zu verachten. Ich weiß, wir kriegen erst das Geld, wenn wir... wie heißt es? Wenn wir ein Rathaus bauen. Ich hab das Geld schon. Das kriegt man ohne Rathaus. Kriegt man ohne Rathaus? Ja, ihr seid ja episch, dass ihr das herausgefunden habt. Ja, sehr geil. Ja, 600 Folgen SimCity und ich habe nichts gelernt. Normal. Normal bei mir, ne? Ja. Das ist typisch Glabur. So. Und auch verschickt. Sehr schön. So, jetzt laden wir in der Hauptstadt und dann fangen wir an zu bauen, Leute. Habt ihr lange gebraucht, bis das Geld da war? Nö, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Also sollte ich vielleicht einfach die Zeit auf 3 laufen lassen und warten, bis das Geld da ist? Ich hab's auf 1 laufen lassen und war fast sofort da. Okay. Warten wir einfach mal gerade einen Augenblick. Ja, wie bauen wir hier? Erstmal müssen wir gucken, wie der Wind ist. Wind, das himmlische Kind. Ja, und sowas hatten wir ja noch nie. Das will ich ja auch mal dazu sagen. Man will ja immer wieder was Neues sich überlegen, wie man es weiterhin unterhaltsam machen kann. Und ich glaube, das könnte sogar gut klappen. Wenn ich hier beigehe und 4 große Städte baue. Und man kann jetzt auch auf jede Sache eingehen. Ja, jetzt können wir wirklich Industriestadt und etc. und bla bla drauf eingehen. Und ich glaube, das sollte dann schon ganz gut funktionieren. So, jetzt habe ich aber einen Plan. Und zwar den altbekannten Kreisverkehr hätte ich gerne. So eine richtige Eierpfeiler hätte ich gerne. Klingt doch eigentlich nichts, oder? Doch. Du hast, weil ich nur eine Bahn habe, rein in die Stadt, kannst du dadurch den Verkehr besser leiten. Bei mir hat es nichts gebracht. Oh, doch, bei mir richtig bei der Stadt. Und bei demjenigen, bei dem ich das gesehen habe, auch. Warum baut er den denn so schief, Leute? Na, so bauen. So. Genau. Ja, da haben wir schon die Kohle gekriegt. Sehr schön. Das funktioniert ja heute wie Arsch auf Eimer. Oh, da kommt eine schöne Sackgasse. Sehr schön. Na komm. Dann können wir die Zeit... Oh, das hier ist... Die Sexstadt. Sex. So. Ich hasse Städte Namen geben. So, Sex. Sex ist gut.
Mit Sex fängt das Leben richtig schön an. So. Oh. Oh. Haben wir hier kein Wasser oder was? Oh, doch hier. Genau im Kreis-Shit. So, wisst ihr was? Und das wäre doch richtig nice. Hier hinten das Kraftwerk. Ja. Das wäre doch mal richtig geil. Sieht doch bei mir schon ganz gut aus. Hast schon gut Geld ausgegeben, wa? Nö. Nö? Hast schon dein ganzes Geld ausgegeben, du Idiot! Wir wollen Omega. Geht gleich gut los bei dir wieder, oder was? Ja. Was nehme ich denn für ein Kraftwerk? Was habe ich denn für Untergrundsachen hier? Habe ich gar nicht nachgeguckt, ne? Ich habe einfach die Stadt ausgewählt und scheißegal, ich krieg das schon hin irgendwie. Genau. Spielt ja keine Rolle. So, haben wir Öl? Öl. Hat er nicht. Hat er nicht. Habe ich Kohle? Cola. Hat er. Hat er. Cola hat er. Und Eisenerz? Hat er nicht. Ja, dann fuck auf Kohle. Also Ölkraftwerk bauen. Ich mach genau das Gegenteil. Ölkraftwerk. Hat er gebaut. Ölkraftwerk. Warum geht das nicht? Ach. Nee, das will ich nicht. Ich will, dass der das verbindet. So. Das ist mir doch jetzt scheißegal. Ah, geht doch. Hat er. Es regnet. Das hat er auch. So, da kommen die ersten Industrien. Was soll ich denn als erstes für Abteilung bauen? Oh ja, dann sollten wir uns absprechen, wir drei. Gaswasser, hier Wasserkacke ist doch immer sehr gut, oder? Ja, baue ich gleich ran. So. Wasser ist ja immer hier, diese Kacke ist ja immer gut. So, das soll Industrie sein. Und hier oben hätte ich gerne eine Hauptstadt. Ey, das ist doch. Ja, aber so müssten wir ungefähr die Mitte haben, dass er einigermaßen gerade geht. Leck. Hat voll das Leck gehabt. Orly? Nee. Das werden wir anders machen. Und zwar hätte ich gerne, das machen wir aber später, da einen Tunnel hin. So. Und jetzt hätte ich gerne... ersten Wohnviertel. Und zwar... dann kommt hier ein bisschen Gewerbegebiet hin. Und wieder Wohnviertel. Perfekt. Haben wir. Ja, wir machen 1056 Minus. Das ist natürlich nicht sehr schön. Versorgungsabteilung. Versorgungsabteilung. Ja, sehr nice. Sehr, sehr nice. Ja, Strom haben wir auch. Sehr gut. Ölkraftwerk läuft. Klack, 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 klack. Da kommt überall der ganze Strom an. Ja, zum Industriegebiet braucht er wahrscheinlich wieder Ewigkeiten. Ah, ne, jetzt ist er da. Sehr schön. Ja, und dann muss ich ja nochmal auf die Kommentare eingehen. Da hat wirklich einer 1200 Watt, hat mir heute einer geschrieben, in den Kommentaren, hat der durchgeknallt in seiner Stadt. Das ist wirklich schon bemerkenswert, Leute. 1200. Also Wahnsinn. Also wenn das wirklich an dem ist, Leute, 1200 Watt in einer Stadt ist wirklich bemerkenswert. Ja.
Ja, wir haben unsere Stadt schon Sex genannt. So. Ich möchte auch mal lustig sein, deswegen nenne ich die Sex. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Industrien sind zu viel. 10 sollte man haben am Anfang. Egal. Ja, wir machen das schon hier. Wir machen das schon. Ja, natürlich brauchen wir am Anfang eine Stadt, wo wir Geld mit verdienen. Ja, Leute, einfach mal schauen, wie ich das hinwirtschafte. Jo. Was bei mir nicht geklappt hat, war die Las Vegas Stadt, Leute. Und ich glaube, das wird wirklich die zweite Stadt. Ich glaube, weil die Las Vegas Stadt habe ich nie hingekriegt. Das hat nie richtig gelaufen, so wie ich das wollte. Und ich glaube, das wird so meine zweite Stadt. Wo man wirklich nur so reiche Leute drin hat. Sowas hätte ich gerne. Weißt du, so eine richtig Proletenstadt. Das wäre doch schon cool. Ja. Das auf jeden Fall, ja. Ja. Also so eine richtige Proletenstadt ist echt schon nice. Dann hat mich jemand angeschrieben, privat bei Facebook, und hat gefragt, warum meine Farben so grell sind in dem Spiel. Da. Das liegt da dran. Ihr müsst unter Optionen gehen. Nee, Einstellungen. Und dann auf... Da, Filter. Und dann leuchtend. Dann sind die Farben schön. Ja? Aus sieht alles so aus. Oh, ich glaube, ich habe es gar nicht eingestellt. Da, leuchtend. Auf aus. Und anwenden. Sieht alles so verwaschen aus. So, das ist in dem Sinne, so wie ihr das habt, wenn ihr das nicht umgestellt habt. Und leuchtend ist halt... So wie wird das da unten. Und dann könnt ihr hier auch ausprobieren, was es da alles gibt. Leute, da gibt es ohne Ende Anwendungen. Aber ich habe mich mit dem Spawny am Anfang damit mal auseinandergesetzt. Und wir fanden, leuchtend war am schönsten. So. Jo. Das kann man ruhig so sagen. Mein Gott, wie lange brauchen die denn, um hier Leute reinzuziehen? Seid ihr etwa da drüben schon viel weiter wie ich? Dass ich nicht so attraktiv bin. Dass du keine Bürger mehr kriegst. Ja. Aber bei mir... Kommt gar nichts. Ich habe so viel Wohnfläche noch frei und hier zieht nichts ein. Wie viele Bürger hast du denn? 680. 2699. Hier kommt nichts. Noch was. Ihr klaut mir die Bürger, ihr Säcke. Geht ja gar nicht. Ich schmeiß euch raus. Die brauchen ewig, bis die bei mir sind. Wo ist denn die Haupt... Du setzt doch erstmal die Steuern ein bisschen weiter runter. Na, ich habe auf 10 gleich gestellt. Ja, die kommen alle von da ganz hinten. Von meiner... Von gegenüber von Phil direkt. Von da fahren die Autos. Ja, das dauert natürlich, bis die bei mir sind. Oh. Na? In dem Sinne aber gar nicht schlecht, dass ich mit der Stadt angefangen bin. Ey, meine Hände kleben dieses scheiß Wassereis. Bäh. Styles. Schule brauche ich. 16.000, da müssen wir noch ein bisschen warten. Sex. In welcher Stadt leben Sie? Sex, Mama. Du Schwein, ich hau dir gleich. Oh, Zombies entwischen aus der Quarantänezone. Jetzt schon. Laufen die Monster bei den freien Hof herum. Hohoho, wie kacke ist Zombies. Das denn? Das ist ja wohl mal richtig assi, oder? Das muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Das ist doch richtig assi. So, ich habe eine schöne Schule gebaut. Da hörst du so schon schießen. Oh, kein Geld mehr. Na, ja, da haben wir wieder ein bisschen was gekriegt. Können wir gleich hier weitere Bushaltestellen bauen. So, Schule haben wir schon mal. Erstes Ziel erreicht. Los, Polizei, mach deinen Job. Hast du schon eine Polizei? Ja, Polizei, Feuerwehr, Klinik, Müllabfuhr. Andi hat gescheatet, Leute. Er hat gescheatet. Jetzt habe ich 2600, jetzt kommen sie. Schule gebaut und alle ziehen ein. Ja, so sollte das sein. Ja, Leute, ihr könnt natürlich in den Kommentaren schreiben, was ihr davon haltet, dass wir nochmal neu angefangen sind. Ja, es fangen ja in dem Sinne 3 neue Leute an. Und ihr könnt auch in den Kommentaren schreiben, wer da Lust zu hat.
Und Leute, ihr müsst aber wirklich Bock dazu haben, 4 große Städte zu bauen. Und nicht irgend so ein Pillekram oder anfangen, nach 2-3 Stunden oder was, keinen Bock mehr dazu haben. Also ihr müsst schon wirklich durchziehen bis zum Ende. Bis in keiner Stadt mehr was geht. Ja? Und natürlich hier am Anfang keinen fragen, ob wir Geld haben. Wir haben alle kein Geld. Wir sind alle gleich jetzt hier angefangen. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ja, und damit sagen wir wieder vielen Dank fürs Einschalten. Bis zur nächsten Runde. Tschüss!